Gute Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rideouts. Ich habe endlich ein neues Projekt in der Werkstatt stehen und diesmal nehme ich euch von Anfang an mit. Es gibt eine kleine Videoreihe vom Originalzustand bis hin zum fertigen Umbau und zur ersten Probefahrt. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf und ich würde sagen, wir reden nicht mehr lange und ich zeige euch endlich mal, was für ein Motorrad das ist. Bis gleich. So, seid ihr bereit? Dann jetzt dramatische Musik und lasst uns mal nachschauen. Tada, da ist es. Das gute Stück. Ja, ich weiß, die meisten werden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und verzweifelt denken, was macht denn der Kerl da? Ja, ihr habt richtig gesehen, das ist eine Yamaha XV535 Virago oder von vielen auch gern Viagra genannt. So ziemlich, eigentlich ein echt hübsches Bike, aber irgendwo auch nicht. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Motorrad, an dem so viel Fake-Teile dran sind und Klimbim. Ja, keine Ahnung. Aber der Gedanke hat mich irgendwie nicht losgelassen, dass man doch selbst aus so einer Karre irgendwie noch was Hübsches zaubern können muss. Oder? Ich versuch's auf jeden Fall. Und ihr dürft dabei zusehen. Da haben wir das gute Stück nochmal. Jetzt gibt es nochmal ein paar Detailaufnahmen. Ja, ein wunderschöner Packtaschen-Gepäckträger, Halter, Klimbim, riesiger Blinker, ein Rücklicht, das könnte ich mir ans Auto spaxen. Ein Sessel, bequemer als mein Bett zu Hause. Ja, wunderbar. Hier, schönes Plaste-Windschild. Herrlich. Herrlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mega motiviert. Ja, kann sein, dass ich damit böse aufs Maul falle. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Hier noch ein schöner Navi-Halter. Keine Ahnung. Klimbim. Lenker. Ja, wunderbar. So, jetzt mal so zu meinem groben Plan, der mir so in meinem Kopf vorschwebt. Und zwar so ein bisschen als Ziel will ich es mir vornehmen, an dem Motorrad so viel wie möglich Fake-Kram wegzukriegen, wie es nur geht. Das sind unter anderem das Problem mit den Benzintanks. Ja, das Ding hat hier so einen Miniatur-Fake-Tank und unter dem Sitz eigentlich den richtigen mit der Benzinpumpe und sowas. Das möchte ich versuchen zu ändern. Dann hier unten die Chromeier, die wohl irgendwie so eine Art Luftfilter darstellen sollen, aber keine sind, das soll alles weg. Und ja, da gibt es hier und da noch ein paar andere Sachen, aber das seht ihr ja dann auch im Detail in der Videoreihe. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, so viel wie möglich von dem Kram wegzukriegen und ein gutes, ehrliches Motorrad daraus zu bauen. Ob das klappt oder nicht, das werden wir dann zusammen rausfinden, würde ich sagen. Aber zuallererst würde ich sagen, schrauben wir mal den ganzen Krempel ab, damit wir sehen, was wir überhaupt da stehen haben. Alles klar.
So, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit schon mal gefallen. War halt jetzt nur ein bisschen zerlegen und sowas. In der nächsten Folge gibt es auch noch mal ein bisschen auseinanderbauen, aber vielleicht kommen wir schon dazu, die ersten Teile anzufertigen. Und ich werde jetzt schon mal ein paar Maße nehmen und dann mal gucken, dass ich Teile bestellen kann, die ich brauche. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.